Jahren als 3,3 mal 10 hoch 9 Basenware DNA. In all diesem genetischen Rüstzeug steckt sehr viel Information drinnen. Und diese Verschiedenartigkeit beruht auf der Tatsache, dass jeder Leder in diesem Raum und jedes Kind auf dieser Welt bei diesem Basenpaar DNA seine Unterschiede aufweist. Aber so groß sind sie dann wieder auf. Und gar werden sie immer wieder einmal gern überschätzt. Der Unterschied zwischen zwei Menschen auf genetischem Niveau von diesen 3,3 mal 10 und 9 Basenpaare DNA ist nämlich nur 0,1%. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie unterscheiden sich von Ihrem Sitznachbar oder Sitznachbarin nicht mehr genetisch biologisch als 0,1%. Der Rest ist weg. Vielleicht möchten die einen oder anderen gerne jetzt noch woanders sitzen. Das haben wir ja vorher bei der Planung dieses Abends nicht gewusst. Aber glauben Sie, das können sich verteilen, wenn Sie wollen, es bleibt immer 0,1%. Jeder Mensch ist besonders, jedes Kind ist verschieden, aber kein Mensch ist anders. Weil wenn jeder Mensch verschieden ist, wer soll dann der sein, der anders ist? Da müssen wir zwei ganz gleich sein. Und wenn man den dritten sagt, schaut er jetzt wirklich anders. Aber wenn wirklich jeder verschieden ist, dann ist niemand anders. In diesem 0,1% steckt Information, eine Information, die uns Genetiker besonders interessiert, ist Veranlagung auch für Erkrankungen. Veranlagung für Erkrankungen bedeutet, fast jede Erkrankung des Menschen hat auch eine genetische Komponente. Ob das jetzt Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer sind oder Krebserkrankungen. Alles Erkrankungen, die Sie kennen, den Namen Sie kennen, den Sie wissen, dass viele forschen, dass viele Anlaufstellen in Österreich und auf der Welt existieren, wo man hingehen kann, wenn man diese Themen hat. Aber zusätzlich zu diesen so häufigen multifaktorellen Erkrankungen gibt es eine Unzahl von Erkrankungen, die wir Genetiker monogen nennen. Das sind Erkrankungen, Veränderungen in einem einzigen Gen dazu führen können, dass die Krankheit wieder voll symptomatisch ausbricht. Diese Erkrankungen sind selten. Die sind sogar oft sehr selten. Aber es gibt viele. Seltene Erkrankungen gibt es 6.000, 7.000 verschiedene. Im Jahr 2016 ist Ella geboren worden, ein kleines Mädchen, das so eine seltene Erkrankung hat, die man unter dem CAP-6-Syndrom kennt. Wie selten? Es gibt auf dem ganzen Planeten Erde ein paar hundert Kinder, die diese Erkrankung haben. Nicht mehr. Sie können sich also vorstellen, dass die Tatsache, dass das so selten ist und die Tatsache, dass man so wenig darüber weiß, auch einerseits die Diagnosefindung erschwert, andererseits natürlich das Therapieangebot auch irgendwo erschwert und am Ende auch die Forschung dann auch in vieler Hinsicht nicht so weit ist, wie sie vielleicht sein könnte, einfach aufgrund der Tatsache, weil es eine so seltene Erkrankung ist. Als dieses kleine Mädchen geboren worden ist, hat ihre Tante, von der Frau Monika Ramal, das erkannt. Und diese CAP-6 Foundation gegründet mit dem einzigen Anziel, um zu sagen, das sollte mehr darüber wissen. Das sollte mehr darüber wissen, damit man bessere Angebote entwickeln kann, bessere Therapien, aber es reicht auch mit der besseren Diagnostik, mit der besseren Begleitung. Und ein Resultat aus diesem Bemühen ist ein Dokumentarfilm, der jetzt gerade erschienen ist. Unter dem Titel Gendefekt haben einerseits der Chef dieses Projekts, andererseits aber auch der Kameramann und am Ende auch die Musik, wenn man sich diesen Film anschaut, haben sie in einer besonders empathischen Art und Weise die Besonderheit der Kinder mit CAP-6-Syndrom dargestellt. Sie haben eine Reise gemacht, beginnend in Österreich, durch ganz Europa bis nach den USA, um zu zeigen, wie verschiedenartig, wie besonders, wie individuell Kinder mit CAP-6 sind, mit all ihren Schwächen, aber auch mit ihren Stärken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist auch meinem Fach ein besonderes Anliegen, dass Menschen sich diese Arbeit antun, so seltene Erkrankungen bekannter zu machen. Einerseits natürlich im Interesse der Patientinnen und Patienten, im Interesse der Anliegen und Sorgen der Familie, der Angehörigen, der Freunde, aber auch, darf ich das auch an
dieser Stelle sagen, im Interesse der Forschung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass uns klar ist, dass hier so viel Luft nach oben ist, dass sehr viel geforscht werden muss.